zusammenpacken. Die Koffer sind alle schon gepackt, werden jetzt gleich ins Auto geladen und dann geht es los. Wir sind alle schon ready für Hawaii. Wir hoffen, das Wetter ist doch viel besser als in Los Angeles. Wir haben nämlich eigentlich erwartet, dass es in Los Angeles schon gut wird, aber es war leider ein bisschen kalt. Es war zwar sonnig, aber abends wird es richtig kalt und deswegen bin ich mal gespannt. Eliana, bist du bereit für Hawaii? Eliana, Hawaii! Hawaii! Wir müssen unsere Mietwagen noch tanken, bevor wir es abgeben. So, wir haben erstmal alle unsere Koffer im Flughafen gebracht. Ey, wir sind, glaube ich, noch nie mit so viel Gepäck gereist, weil jeder hat einen Koffer und einen Handgepäckkoffer, so richtig krass. Und die anderen bringen gerade die, die Mietwagen weg. Eliana krabbelt hier rum. Okay. Eliana, was machst du? Weil man muss immer von der Mietwagenstation mit einem Shuttle weiterfahren. Deswegen dachten wir, mit so viel Gepäck ist es, glaube ich, einfacher, wenn erstmal alle quasi am Flughafen gebracht werden und dann die Fahrer, also Juli, Kasche und Dennis, fahren dann zur Mietwagenstation und bringen das Auto zurück. Wir sind gerade im Flieger und sind jetzt auch schon 5 Stunden geflogen. Also wir landen jetzt in 10 Minuten. Ich bin gerade mit Eliana auch schon die Sicherheitsvorkehrungen durchgegangen, falls was passieren sollte. Und sie hat echt sehr brav zugehört. Okay. Und jetzt gucken sie sich das nochmal genauer an. Okay, und jetzt müssen wir uns anschneiden. Eliana, weißt du jetzt, was du machen musst im Falle einer Wasserlandung? Weil es ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir in Hawaii sind, nach Hawaii fliegen. Weil wir fliegen nur über Wasser. Nur über Wasser. Ja. Ladies and gentlemen, we ask you please assist the flight attendants now preparing for landing. Bring your seat back to the upright position. Stow your tray tables. So, wir please lower your alarm rest. Eliana hat leider keinen Herzschlag gut bekommen. Deswegen muss ich Eliana festhalten. Schatz war schon mit meinem angeschnallt. Heute Honolulu, Baby. Aloha, Eliana! Aloha! Aloha! Oh. Aloha! Wir sind jetzt angekommen. Unser Gepäck haben wir auch schon. Und jetzt werden wir gleich abgeholt. Warten jetzt hier. Jetzt versuchen wir hier die ganzen Koffer einzuladen. Mal schauen, ob es passt. Ey, Kat, ich hasse dein Handy. Der Koffer ist der größte Scheiß. Ja, danke. Das darf ich ja öfters hören. Ja. Das ist ein Koffer für eine Weltreise. Gehört der auch noch zu uns? Ja. Okay. Ah ja, okay. Ja. Wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen. Wir sind übrigens mit Pure Lay hier, mit der Schmuckmarke. Und wir versuchen jetzt gerade kurz die Zimmeraufteilung zu klären. Aber eigentlich haben wir es schon geklärt. Also wir sind jetzt hier in unserem Zimmer angekommen. Die Unterkunft ist richtig geil. Wir zeigen euch das aber alles morgen, wenn es hell ist, weil jetzt ist es noch voll dunkel. Okay. Ja, wir gucken mal, ob es passt, wenn nicht, dann machen wir es aber wieder zurück. Draußen. Ja, genau, von draußen. Und hätten wir lieber nicht rein, sag mal. Okay. Ja, ich muss schon drehen. Nee, nee, aber es geht nicht durch die Tür. Also die Tür ist da noch offen. Geht es gar nicht durch die Tür? Man muss außen. Und hier, guck mal, die Tür ist breiter. Ah ja. Einen wunderschönen guten Morgen, oder besser gesagt, Aloha. Ja, wir sind hier schon am Ready machen. Eliana hat auch schon ihre süße Blume im Haar. Ich habe auch schon meinen Schmuck angezogen, der gestern auf meinem Bett lag. Also wir sind ja mit Pure Lay hier und das hier auf meinem Bett, also das hier nicht. Aber diese Kette hier und diese Cowrie-Ohrringe. Das hier ist auch alles von Pure Lay. Das ist ja von unserer eigenen Kollektion. Das habe ich jetzt einfach mal kombiniert, weil ich es ein bisschen gefüllter haben wollte. Und genau, jetzt werden wir gleich rübergehen und frühstücken. Hier wurde schon Frühstück vorbereitet. Richtig, richtig geil. Hier ist Katrin. Hier sind die anderen Pure Lay Girls. Eliana kriegt auch ihr Drink. Die chillt da voll. So, genau, einen guten Aloha Hawaii.
Flugzeug ist, Wasser sieht ja echt schön aus. Hallo, wir wollten euch kurz eine Villa-Tour geben, weil die Villa ist echt nice. Das ist nicht der Haupteingang, sondern der Haupteingang ist eigentlich woanders. Ja. Das ist der Grill. Hier kommt man von der Garage quasi rein und hier sind so zwei Waschmaschinen und ja. Grill. So. Das hier ist unser Gästebereich. hier ist unser Wohnzimmer, wie man sehen kann, laufen schon die Videos zu Iliana. Ja. Genau, das ist hier irgendwie ganz komisch aufgeteilt. Und zwar haben wir erstmal so ein Haupthaus. Ja. Hier ist eigentlich nur Wohnzimmer, genau. Essbereich, Küche. Und Küche. Die ist richtig schön. Mega geil aus. Guck mal von Weitem. Ja, richtig nice mit den Steinen und so. So sieht's aus. Ja. Und die ist richtig schön. Ja, die haben die richtig schön gemacht. Dann, was richtig krass ist. Wir haben hier einfach einen Teich. Da sind jetzt keine Fische drin, aber dort. Dort, genau. Hier. Da sind so Kois drin. Ja. Koi-Fische. Genau, und dann. Hier links sind, also das ist eigentlich der eigentliche Eingangsbereich. Ja. Ja. Eine Wartemöglichkeit. Hier zieht man sich die Schuhe an. Genau. Und da sind weitere Schlafzimmer. Dann gehen wir mal rüber ins Familienzimmer. Über eine Brücke. Ich finde es irgendwie ganz nice mit diesem Teich. Also hier ist quasi nochmal ein zweites Wohnzimmer. Ja. Der Fernseher ist eigentlich einfach, glaube ich, so ein Chill-Out-Bereich. Genau. Aber das haben die Amis voll oft. Ja, also die haben so ein quasi Gästebereich und dann nochmal ein Familienbereich. Also wo die dann mit der Familie quasi Fernseher gucken. Das ja. Ist irgendwie so Familienbereich. Zwei Esstische, weil ein Esstisch nicht genug ist. Ja, wir sind sehr, sehr viele Leute hier. Natur. Im Haus. Ja. Pool Area. Und wir haben uns hier schon voll ausgebreitet. Ja. Die Anlage ist hier aufgebaut in mehreren Bungalows und da schlafen Paddy, Dennis und Katrin. Genau, also hier sind die Zimmer. Hier sind so in anderen Zimmern. Ja. Wollte jetzt nicht reinfilmen, weil da sind noch andere Leute drin. Ja. Genau, und hier sind zwei Duschen. Genau, zwei offene Duschen und ja. Zwei Klos. Damit man sich wie in der Wildnis fühlt. Genau. Ja. Das ist halt so typisch hawaiianisch. Und das Klo ist voll interessant, weil man kann eigentlich reingucken. Also wenn da jemand drin sitzt, dann kann man ein bisschen stalken. Ja. Okay, dann gehen wir weiter zu unserem Bereich. Also da hinten ist jetzt auch noch ein weiteres Zimmer. Da ist Liz mit ihrer Schwester. Genau, und hier kommen wir zu unserem Bereich. Wir haben einfach ein eigenes Haus. Hier ist schon die erste Terrasse. Ja, ihr habt richtig gehört, die erste Terrasse. Ja. Wir haben noch mehr. Da ist übrigens auch ein Whirlpool. Dann ist hier unsere Küche. Ja, mit Essbereich. Küche. Da ist die Eliana und räumt die Sachen schon mal ein. Ja, unsere Küchenhilfe. Eliana, super! Dann geht's hier ins erste Bad. Ja, hier ist eine Dusche und ein Klo. Ihr habt euch gehört, ins erste Bad. Ja, wir haben noch mehr. Ja, wir... sorry für die ganze Unordnung, wir haben uns hier schon komplett ausgebreitet. Geht's hoch ins Master Bedroom. Genau, hier sind wir mit Eliana und Mama. Ja, hier ist nämlich auch eine Schlafcouch, die war eigentlich in... Egal, die war ursprünglich unten bei unserem Zimmer. Und wir haben dann kurzerhand gesagt, wir bringen die aber hoch. Ja. Weil hier ist das Zimmer nämlich viel größer. Ja. Und dann geht's weiter zu Leo und meinem Reich. In den Keller. Hier stand mal ursprünglich die Couch. Ja. Das Zimmer ist deutlich kleiner als bei uns. Ja, wir haben uns halt voll ausgebreitet schon. Ja, das Leo. Unser Liebesnest. Jetzt haben alle Kopfkino. Und, oh, ich weiß nicht, kann man schon aufmachen? Ja, durch.
Eine Dusche und wieder. Ja, ein Klo. Genau. So, so sieht's aus. Da geht's auch noch raus. Genau. Ah, jetzt haben wir eure Terrasse gar nicht gezeigt. Doch. Nein. Also die Balkon. Obere. Ah ja, stimmt. Also hier ist nochmal eine Terrasse, wo man sich auch sonnen kann. So einen kleinen Balkon irgendwie. Hier. Und hier ist nochmal eine Terrasse mit einem Schirm und einem kleinen Garten. Und wir haben oben auch noch so einen Balkon und haben auch eine richtig, richtig geile Aussicht, Leute. Tada. Wir haben einfach komplette Aussicht aufs Meer. Richtig schön. Da vorne haben wir auch nochmal einen Garten. Ich gehe mal kurz raus. Das ist unsere Aussicht. Da vorne haben wir auch nochmal so Sonnenliegen. Und richtig schön. Das ist wirklich ein Traum hier. Ja, das nehme ich mal mit rein, weil... Hä? Das ist ja voll nass. Ma? Hat es gestern geregnet? Ja, ich glaube. Ja, weil meine Hose ist nass. Ja. Jana hat neue Sachen gelernt. Jana, zeig mal deinen Fuß. Dieser Stinkefuß. Und dein Kopf. Eliana, wo ist dein Kopf? Dein Kopf. Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf? Mathis, du schummelst. Ja. Ei, dein Kopf. Kussi, Tante. Mama. Kussi, Tante. Nee. Vorhin ist es gemacht. Kussi, Tante. Kussi. Nein. Nee. Kussi. Mama war begeistert. Hey, this might come out as total madness, but just wait. I really need to tell you something. 'Cause I feel alone in a room surrounded by people. I wanna know. Wir sind jetzt wieder zurück von unserem Ausflug und es war echt mega cool. Wir waren wandern, waren am Strand und haben was Leckeres gegessen. Und natürlich haben wir auch geshootet. Jetzt sind wir wieder zurück. Es gibt News. Und zwar, Eliana, willst du selber sagen? Willst du selber sagen? Elianas erster Zahn kommt. Haben wir heute den ersten Zahn entdeckt? Ich finde es voll aufregend, dass jetzt ihr erster Zahn kommt. Ich hab gedacht, es kommt nie. Das hast du auch nicht erwartet, dass dein Zahn noch kommt, gell? Das ist irgendwie so aufregend, weil das ist so ein weiterer Schritt. Eliana, guck mal, dein Quack Quack ist in den Pool geflogen. Quack Quack Quack. Ja, gell? Richtig toll, Eliana. Quack Quack. Du musst sagen quack, 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 sonst kommt die nicht. Quack, 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 quack. Fast, fast. Quack, quack. Hier wird schon fleißig das Abendmahl vorbereitet. Kat macht Salat. Salat. Die Brötchen waren ein bisschen fail. Die waren ein bisschen zu lange in der bisschen Sonne. Zu dunkel geworden. So wollen wir am Ende des Urlaubs aussehen. Genau, das sind wir nach einer Woche. Guck, und hier schält sich schon ab, wie bei Sinas Schulter. Ja, und genau, hier im Backofen sind Pommes, Salat. Ich habe schon voll Hunger, ich würde es gerne jetzt schon essen. Ja, so lange dauert es, glaube ich, noch gar nicht. Ja, und wir sind hier fleißig am Arbeiten. Wir antworten Mails. I was worried you blow up my reputation, but I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you make me shake your hands on myself, I keep pulling the trigger. So, ich laufe jetzt gerade zurück zum Zimmer. Morgen werden wir wahrscheinlich einen Ausflug machen. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall duschen gehen, weil wir morgen Videos drehen und auch Content produzieren für Purelay. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt duschen auf jeden Fall und gehe dann schlafen, weil alle anderen schlafen schon. Gute Nacht!